Tut mir leid, aber ich muss das sehen. Ja, die haben alle nichts Besonderes zu sagen. Let's get someone to conjure. Oh, hier liegt auch noch was. Ein Beseelerhut. Und ein bisschen Geld. Die Kampfhandlungen über eine Vielzahl der mit Beseelung in Zusammenhang stehenden Themen haben sich auf dem Schreibtisch angesammelt. Was passiert, wenn ich mich eigentlich hier verstecke? Kurz. Ja, ich finde es schon mal cool, dass sie jetzt so Bereichsdinger, also Blickfelder und so eingeführt haben, dass man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. So, das ist der Turm. Nachtrag zur Laterne des Gaun. Ich habe eine leuchtende Adlersäule auf dem hyänischen Tempel in Nekataka, wo die Beseeler sind, gesehen. Ah, das ist interessant. Ist hier jemand? Oh, hier sind mehrere Leute, mit denen ich reden kann. Merla, das hat gebrannt. Lebendes Eisen. Ist lebendes Eisen Material? Das sind normalerweise Materialien, also ich sehe es nicht hier. Ich sehe es auch nicht hier. Wo zur Hölle ist das Zeug jetzt? Ah doch, es ist hier. Lebendes Eisen ist Material. Gut. Kidman, achso, der kommt mir bekannt vor. Watcher, what a surprise to see you again. Wächter, was für eine Überraschung, dich wiederzusehen. Unter seiner vertrauten spitzen Nase verzieht sich Kidman Assos Mund zu einem Grinsen, das eine exakte Mischung aus Höflichkeit und Ton ist. Sein ehemals rundes Gesicht ist, hagerer geworden, seitdem du zuletzt gesehen hast. Das ist der Typ aus dem Irrenhaus in Trutzbucht. Also, I thought I smelled something familiar. Also dachte ich mir doch, dass ich etwas Vertrautes rieche. I see we've all moved up in the world, haven't we? Ich sehe, wir haben alle unsere Fortschritte in dieser Welt gemacht, nicht wahr? I assume you're here to raise the tower. No? Smash the machines then? Relieve yourself all over the diagrams? Ich nehme an, du bist hier, um den Turm dem Erdboden gleich zu machen. Nein, da wirst du die Maschinen zerschmettern, auf alle Diagramme pinkeln. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Und sag mir bitte nicht, dass man dumm genug war, dir die Leitung zu übertragen. Was machst du hier? Hallo, Asso. Wolltest du noch immer Patienten? Asso, du gehörst ans Ende eines Seils. Nehmen wir mal die zwei. Regrettably, no. That honor goes to Flauna Elette. A charming young woman. Perhaps not as experienced as I. But I understand that the Songreta Mea Compressa is more comfortable with their own people in charge. Bedauerlicherweise nein. Diese Ehre gebührt Flon Elette. Eine sehr charmante junge Frau. Vielleicht nicht so erfahren wie ich, aber ich verstehe sehr wohl, dass die Songreta Mea Compressa sie einfach wohler fühlt, wenn man ihre eigenen Leute die Leitung übernehmen. We do fine work here. Not as personally fulfilling as my time in the sanitarium, but exciting in its way. The Huana have a much more forward-thinking stance on the sciences, so it's easier to find volunteers. Wir tun hier gute Arbeit. Es ist vielleicht nicht so persönlich erfüllend wie meine Zeit im Sanatorium, aber es ist auf seine eigene Weise aufregend. Die Huana sind dem Fortschritt der Wissenschaften gegenüber weit aufgeschlossener. Es ist also erheblich einfacher, Freiwillige zu finden. Of course, we can always use more. Any chance you have an interest? I assure you, you have nothing to fear from me. Natürlich können wir immer weitere Freiwillige gebrauchen. Du hast nicht zufälligerweise Interesse. Ich versichere dir, du hast nichts von mir zu befürchten. Ich mache mich besser auf den Weg, um im Floor zu springen. Stell bloß nichts an, also ich werde dich im Auge behalten. Stell bloß nichts an. Immer. Mit halbherzigen Winken zum Abschied wendet er sich ab. Edwin, das wird dann wohl Floor sein, ja. Das sind alles Beseeler.
Da ist noch eine Truhe, in die wir reingucken können. Oh, noch jede Menge Zeugs. Was ist mit dir hier? Reden wir erstmal mit dir. Eine ruhige weißhaarige Gräfin blickt unzufrieden auf einen Tisch, der mit gespulten Kupferdrähten und glimmenden Adrasplittern übersät ist. Sie trägt Handschuhe, mit denen sie ihren schön geschneiderten valerianischen Mantel gerade zieht, während sie leise vor sich hin murmelt. Scheinbar ganz in ihrer Arbeit vertieft, bemerkt die Beseelerin deine Anwesenheit nicht. Entschuldigung? Die Frau wirbelt zu dir herum, blinzelt dich unter einer Brille mit Kupferrand rasch an. Ihre hellen karmesinroten Augen und ihre bleiche Haut geben sie als Glamfellen zu erkennen. Hello, my apologies. I didn't see you there. Hallo, Verzeihung, ich habe dich nicht gesehen. Ihr Ederianisch ist von einem klaren, knappen und schwer verrohrbaren Akzent geprägt. Die Bleichelfin mustert dich misstrauisch. Ihr Unbehagen zeigt sich eindeutig in der Haltung in ihren Schultern. Geht es dir gut? I am fine. Is there some reason I shouldn't be? Mir geht es gut. Gibt es einen Grund, dass es dem nicht so sein sollte? Du hast dich gerade verbrannt. Sie zieht eine ihrer blassen Augenbrauen hoch. Sie zieht an ihren Handschuhen und sieht weg. Ruhe kommt über sie wie ein Totenhemd. Which is not to say I do not appreciate your concern. I do. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich deine Sorge nicht zu schätzen wüsste, das tue ich nämlich. Sie richtet sich die Brille auf ihre Nase. Während sie dies tut, fällt ihr auf, dass ihre Hände zittern. I, like the other scholars here, am engaged in the study of the soul sciences. Was there something you needed, or may I return to my studies? Ich befasse mich wie die anderen Gelehrten hier mit dem Studium der Seelenwissenschaften. Hast du ein Anliegen oder darf ich mich wieder meinem Studium widmen? Ihre dünnen Lippen verziehen sich zu einem scharfen Lächeln. Als sie spricht, läuft ein Bluttropfen aus der Nase der Elfin und tropft auf ihre Lippe. Sie holt ein Taschentuch aus einer Manteltasche und wischt das Blut wortlos weg. Du blutest. Indeed. I apologize if you find the sight of blood unsettling. Though from your appearance, I would expect you to be well acquainted with it. In der Tat, ich entschuldige mich, falls du kein Blut sehen kannst. Obwohl deinem Erscheinungsbild nach zu urteilen, solltest du damit besser vertraut sein. Ich bin gut damit vertraut, Leuten Löcher in die Brust zu jagen, ja. In any case, why are you here? Wie dem auch sei, warum bist du hier? Wie bist du nach Nekataka gekommen? Dein Akzent ist nicht valianisch. Wieso bist du wie eine Valianerin gekleidet? Ich weiß zwar nicht, was du bist, aber ich weiß, dass du gefährlich bist. Lustig, ich habe mich gerade dasselbe gefragt. Lebe wohl. Nehmen wir mal erst die 1. It's a mundane story. I sought out the ship with the longest oversea route departing from the Republics and booked passage. Das ist eine ganz banale Geschichte. Ich suchte mir das Schiff mit dem längsten Überseerouten heraus, das von den Republiken ablegte und buchte eine Überfahrt. Obwohl ihre Worte neutral und ihre Stimme emotionslos sind, ist Itwin nicht ruhig. Sie verlagert ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen und zieht überall hin, nur nicht in dein Gesicht. Sie macht den unruhigen und nervösen Eindruck eines Pferds, das sie jeden Augenblick durchdrehen wird. I had intended to perform a handful of experiments regarding the nature of souls that could only be done safely at sea. Ich beabsichtigte die Durchführung einiger Experimente bezüglich der Natur der Seelen, die nur auf See sicher durchgeführt werden können. Ich weiß von keiner Beseelung, die unbedingt auf See durchgeführt werden müsste. Was für Experimente können denn nur auf einem Boot durchgeführt werden? My weiter? Experiments were successful and the ship eventually reached its destination. The rest is inconsequential. Meine Experimente waren erfolgreich und das Schiff erreichte schließlich sein Ziel. Der Rest ist nicht vom Belag. Sie wischt deine Antwort mit dem Winkel ihrer Hand zur Seite. Hör auf, meinen Fragen auszuweichen, sag einfach, was los ist. Hättest du Interesse daran, diesen Turm zu verlassen und deinen Weg Feldforschung zu betreiben? Dein Akzent ist nicht valianisch. Wieso bist du wie eine Valianerin gekleidet und eine Valianerin? Valianer kann ich besser aussprechen. Was studierst du? Many things. Currently an unusual variety of Adra. It seems to exist only here, among the isles and waters of the Deadfire. Viele Dinge. Momentan eine ungewöhnliche Adra-Variante. Sie existiert wahrscheinlich nur hier, auf den Inseln und in den Gewässern des Todesfeuers. Sie hebt ein kleines Fläschchen schimmernden, bläulichen Adras und mustert dessen Inhalt mit ihren karmesinroten Augen. There is a strange, almost melancholy beauty to the substance. I believe there is more to it than others know. Diese Substanz hat eine merkwürdige, fast schon melancholische Schönheit an sich.
Ich denke, dass mehr hinter ihr steckt, als die meisten denken. Was ist mit deinem Akzent? Das ist nur ein bisschen Kultur, die ich mir unterwegs abgeguckt habe. Ihre Kleidung ist makellos und im altvalianischen Stil gefertigt. Üppig bestückt mit Spitze, Seidensamt und Brokat. Ich admire their tailoring tradition immensely. It's much grander than clothing one finds in the white that wins. Ich bewundere ihre Schneidertradition immens. Sie ist um einiges besser als die Kleidung, die man im ewigen Weiß findet. Während sie die Maschine ihres Wamses gerade zieht, huscht ein kleiner Ausdruck der Zufriedenheit über ihr Gesicht. Er sieht wunderbar aus. Wer hat es gemacht? Ich natürlich. Sie stemmt die Hände an die Hüfte und richtet sie auf. Du bist eine Beseelerin und Schneiderin? Ein Mind ist ein agiler Mind. Besides, the two practices are more alike than one might think. Ein neugieriger Verstand ist ein flexibler Verstand. Und nebenbei bemerkt, die beiden Disziplinen sind ähnlicher, als man denken mag. Ich vermute, dass beide Fingerspitzengefühl und Detailverliebtheit benötigen. Care and patience, yes. It is gratifying to be understood. Sorgfalt und Geduld, ja, es ist schön, verstanden zu werden. Sie wischt einen Staubkorn von der Vorderseite ihres Mantels und lächelt dich schief an. Hättest du Interesse daran, diesen Turm zu verlassen und ein wenig Feldforschung zu betreiben? Sie blinzelt dich überrascht an und legt dann einen Finger auf ihre Lippen. Offensichtlich wägt sie ihre nächsten Worte mit Bedacht ab. Ich denke, dass ich vielleicht dankbar für diese Gelegenheit. Ja, klar, warum nicht? Komm ruhig mit. Fragen wir erstmal, was kannst du für mich machen? Diese Klinge ist nicht nur zu angeben. Ihre Finger streichen über den Korb des Rapiers an ihrer Seite. I, however, possess some little sway over the minds of others. Aber der Vorrat an Schwertkämpfern im Todesfeuer scheint endlos zu sein, nicht wahr? Ich hingegen vermag den Geist anderer ein wenig zu beeinflussen. Sie grinst wölfisch. Warum möchtest du mit mir ziehen? I have a vested interest in Luminous Audra, but acquiring it here can be expensive. Ich habe ein besonderes Interesse an leuchtendem Audra, aber es hier zu bekommen kann kostspielig sein. You have a ship of your own and are clearly well traveled. I suspect I would encounter more luminous Audra with you than I would on the streets of Nekataka. Du hast dein eigenes Schiff und bist augenscheinlich weit gereist. Ich vermute, dass ich an deiner Seite mehr leuchtenden Audra finden könnte als auf den Straßen von Nekataka. Dann willkommen an Bord. Wirklich? Sie blinzelt und im Mund steht ihr halb offen. We should discuss the sleeping arrangements. Wir sollten darüber sprechen, wer wo schläft. Fuck, Traveler. I am grateful. Was ist das? Ein orthomanischer Ausdruck der Dankbarkeit. Daklat reist, ich bin dir dankbar. Sie nimmt deine Hand und drückt sich schnell und lässt wieder los. Nachdem sie kurz alle Taschen ihres Mantels abgeklopft hat, nickt Edwin zackig und legt eine Hand auf den Griff ihres Rapiers. I have all that I need. We may depart at your leisure. Ich habe alles, was ich brauche. Wir können losziehen, wenn du bereit bist. Sie lächelt schüchtern und sagt nichts weiter. Die sieht eher aus wie eine Vampirin als wie eine Bleichelfe, aber gut. Medium annehmen. Damit ist sie wohl jetzt mein zweiter Helfer, oder wie das nochmal heißt. Habe ich ja hier unter Achievements irgendwas. Schließe die Questreihe der Huana, Frenzifikation, ja. Baue 5 Bomben, wo ist denn das nochmal? Hier, nein, Brücken abbrechen. Alle Helfer anwerben, genau. Alle Gefährten habe ich schon, aber alle Helfer noch nicht. Sie war ein Helfer, jetzt jedenfalls. So, reden wir mal mit ihr. Flor Elette verbreitet die Ausstrahlung eines mühsam im Zaun gehaltenen Chaos, von ihren ungepflegten Haaren bis hin zu ihren nervösen Hin- und Herlaufen. Mit ein paar schnellen Bewegungen winkt sie dich herbei. You don't mind if I talk and work, do you? What can I do for you? Du hast doch nichts dagegen, wenn ich weiterarbeite, während wir uns unterhalten. Also, was kann ich für dich tun? Sie wendet sich ab, um hastig eine Notiz zu kritzeln. Du arbeitest hier? Not the coziest place for it, is it? But the open air, the lightning specifically, is a boon. Let's our mages have a rest now and then. Nicht gerade der gemütlichste Ort dafür, was, aber die frische Luft und ganz besonders die Blitze, das ist ein Segen.
Unser Magier dürfte sich ruhig hin und wieder einmal ausruhen. Good test of the equipment too. We're working on making it less delicate. Our junior researchers are still a little soft.